Liebe Greifswalderinnen und Greifswalder, seit dem Ausbruch der Pandemie geht eine Welle der Solidarität durch unsere Stadt. Ich bin wirklich beeindruckt und positiv berührt, dass viele Initiativen, Einzelpersonen, Betriebe und Einrichtungen solidarische Aktionen starten und anderen helfen. Ein Beispiel sehen wir hier. Eine Gruppe, Makerspace e.V., stellt in Eigenproduktion dringend benötigte Schutzmasken für die Universitätsklinik und andere Kliniken dar. Dieses Fahrrad ist auf meine Vermittlung dazugekommen, damit der Transport in der Stadt laufen kann. Die Landesregierung hat gestern verkündet, zusammen mit der Bundesregierung, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 19. April aufrechterhalten werden müssen. Diese Entscheidung ist hart, aber unumgänglich. Auch ich appelliere an Sie, sich an die Regeln zu halten. Das ist ganz wichtig zur Bekämpfung der Pandemie. Ich begrüße es auch sehr, dass auch seitens der Bürgerschaft Vorschläge auf den Tisch gelegt worden sind, wie wir als Stadt helfen können. Mehrere Vorschläge sind eingereicht worden. Jetzt ist die Zeit der gemeinsamen Beschlüsse, der Einigkeit, der Beschlüsse mit großer Mehrheit. Der Landtag und der Bundestag können da sicher Vorbild sein. Ich bin mir sicher, Greifswald schafft das. Bleiben Sie gesund.